Ja, jetzt am Ende natürlich ist man erstmal enttäuscht, dass es eine Niederlage geworden ist und dann auch etwas höher. Die ersten 25 Minuten waren wir sehr gut, haben unsere Ziele hervorragend umgesetzt, was wir uns halt vorgenommen hatten, sowohl defensiv als auch offensiv. Und dann Ende des dritten so ein bisschen die Kräfte angefangen zu schwinden, ein, zwei Bälle weggeworfen für einfache Körbe. Das gibt denen wieder Aufwind. Wir haben einige Würfe erstens nicht genommen, die wir hätten nehmen können, dann einige Freie nicht getroffen und dann ist natürlich, kommt man so ein Loch, aus dem es dann schwierig ist, gegen so eine athletische und physische Mannschaft rauszukommen. Morgen geht es dann gegen Frankreich im Spiel um die Plätze 5 bis 8. Was erwartest du da für eine Partie? Na, erstmal wird es für beide Mannschaften natürlich, aber auch denn für uns, weil wir uns erstmal die Wichtigen sind, sehr schwer nach dem Viertelfinale. Wir spielen schon um 15.30 Uhr, also ist bald wieder das nächste Spiel. Es wird eine Frage des Willens. Die Franzosen sind sicherlich auch enttäuscht, nicht im Halbfinale zu stehen, sondern um Platz 5 bis 8 zu spielen. Wir haben viel Energie, viel Kraft hier gelassen. Von daher wird eher die Frage sein, wer mehr Willen hat und wer mehr Körper, also mehr Reserven im Körper als jetzt spielerische Frage, glaube ich. Dann wünschen wir dir und dem Team viel Erfolg morgen. Vielen Dank.